Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute habe ich ein Video für euch mit einer kleinen Auflistung von Dingen, die mir mal so aufgefallen sind, die garantiert jeder schon mal irgendwann in seinem Leben gemacht hat. Am Telefon zu sagen, hey du, ich bin's. Ja, wenn man mit unterdrückter Nummer anruft, ist das ein bisschen blöd, ne? Vor dem Wecker wach werden. Das ist auf jeden Fall etwas, das mir ganz, ganz oft passiert, dass ich mindestens so eine Viertelstunde vor dem Wecker wach bin. Warum auch immer. Ist halt so. Wenn man keinen Empfang hat, einfach das Handy höher halten, in der Hoffnung, dass man dann mehr Empfang hat. Ah, komm schon, das geht doch besser. Hier vielleicht. Wo ist mein Empfang? Gegen eine Tür drücken, obwohl ziehen draufsteht. Ja, das ist auch ein ganz großes Mysterium in dieser Welt, warum man sowas tut. Ja. Aber bei mir ist es in letzter Zeit weniger geworden, muss ich mal so sagen. Ich glaube, ich verbessere mich. Sich über Menschen aufregen, die es eigentlich gar nicht wert sind. Das ist wahrscheinlich so eine Situation, die wahrscheinlich jeder kennt. Hab ich jetzt einmal wahrscheinlich gesagt? Keine Ahnung. Man tut es immer wieder und man sagt sich, ach, darüber rege ich mich gar nicht mehr auf. Aber irgendwie tut man es dann bei der nächsten Gelegenheit dann doch wieder. Wenn du dich als Heimwerker versuchst und etwas zusammenbaust und dann bleibt irgendwie ein Teil übrig. Meistens eine Schraube bleibt doch irgendwie immer übrig. Warum auch immer. Die nächste Situation werden vor allem Frauen kennen. Man weiß einfach nicht, was man anziehen soll, obwohl der Kleiderschrank zum Bersten gefüllt ist mit Klamotten. Und trotzdem hat man irgendwie nichts, was man anziehen soll. Etwas, das ich in meiner Kindheit immer versucht habe, aber erst als Erwachsener herausgefunden habe, wie es tatsächlich funktioniert. Die Kühlschranktür so weit nur zu öffnen, dass das Licht nicht angeht. Das war immer eine sehr interessante Herausforderung. Ihr kennt die Situation, man kriegt einen Anruf und jemand will sich mit einem verabreden, aber man hat einfach keinen Bock irgendwie, weil man lieber zu Hause rumgammeln will. Und dann sagt man einfach, nee du, ich hab schon was vor. Böse Lüge. Aber hat, glaube ich, jeder schon mal gemacht, oder? Noch so eine Herausforderung aus der Kindheit. Den Lichtschalter zwischen an und aus zu pendeln. So genau in die Mitte. Ja. Ist nicht so einfach als Kind. Aber ich versuche es sogar heute noch zwischendurch mal. Aber irgendwie ist das nicht mehr so lustig wie damals. Tja Leute, und das war's auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr gebt einen kleinen Daumen nach oben oder schreibt mir in die Kommentare, welche Situation ihr kennt, die auch irgendwie jeder schon mal gemacht habt. Und ja, eine kleine Anmerkung noch in eigener Sache. Ich habe seit neuestem einen Ask-FM-Channel-Seite, Dings da, Bums da. Und ich werde euch den Link mal unten in die Infobox schreiben. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr mir gerne Fragen stellen darüber und vielleicht mache ich ja auch mal dann, wenn genug Fragen zusammenkommen, ein Video dazu, wer weiß das schon so genau. Und ja, jetzt habe ich euch aber genug genervt. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!